Und herzlich willkommen zurück zu Mirror's Edge mit Captain Peng. Und wir müssen Jackknife finden. Der soll ja irgendwie Kontakte haben und kann uns vielleicht etwas mehr über die ganze Sache mit dem Bürgermeister erzählen, warum er ermordet wurde und was es mit diesem Icarus-Dingsbums auf sich hat oder mit dem Tagebuch, von dem wir diese Schnipsel gefunden haben. Ah, wir können hier sogar hoch, okay. Ist das ein Radio? Ja, so könnte man das auch sagen. Ja, diese andere Frau war unsere Schwester übrigens. Falls ihr die letzte Folge nicht gesehen habt, die war auch am Tatort. Können wir hier hoch? Nein, irgendwie nicht. Au. Verdammt, ich... Okay, das hat uns nichts gebracht. Ich glaube, irgendwas mache ich falsch hier. Aber hier komme ich auch nicht rüber, oder? Hoppla. Ich bin selber umgefallen. Ich glaube, ich mache irgendwas falsch. Mülltonne? Nee, ich dachte, die hilft mir. Ich verstehe es nicht ganz. Komme ich da nicht rüber, oder? LOL, der Stacheldraht hat uns getötet. Was ist das? Was ist das für ein Stacheldraht? Oder ist das Ding auf... Nee, das ist nicht... Nee. Das hat keinen Strom drauf. Also von den Sachen hier würde ich sagen, es geht hier weiter. Komische Sache. Komische Sache. Wirklich komisch. Schwing noch etwas. Was? Ach komm. Da hätte sie sich ruhig festhalten können. Was ist los? Effi. Dieser Spitzname auch. Den unsere Schwester uns gegeben hat. Oder keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob Faith ihr richtiger Name ist. Ich schätze mal schon. Wie sie dann auf Effi kommen, weiß ich auch nicht. Das klingt irgendwie... komisch. Für meine Ohren zumindest. Ah, okay, wir können uns umdrehen und dann nochmal springen. Ah ja. Ach nee. Alter, was geht hier ab? Sie begehen einen Verstoß gegen städtische Gesetze. You don't say. Wenn ich bleibe, wo ich bin, bin ich schon tot. Was du nicht sagst, Kumpel. Was du nicht sagst. Gut, wir müssen irgendwie aus der Schusslinie hier. Boah. Ich benutze hier immer die Dinger ein bisschen. Oh Mann, sind sogar Laser da. Alter, was ist das für ein scheiß Schacht hier? Sieht aus wie so ein Entwässerungsschacht oder irgendwas. Ich laufe den jetzt einfach mal hier entlang. Ja, das weiß ich auch. Ich such dir einen neuen Weg. Ja, mach das mal, aber mach es schnell. Oh mein Gott. Oh, das sieht gut aus. Ist das irgendwie? Das ist markiert, das finde ich gut. Ugh. Hoppla, das hat... Ach, das hat den Dampf hier weggemacht. Okay. Oh oh. Hört ihr das? Ich glaube, sie kommen. Ach, hier hoch. Nein. Beeil dich mal. Hoffentlich hält die der Dampf auch auf hier. Ich weiß nicht, was die da einhauen, aber ich höre diese Geräusche und ich glaube, die machen sich da an der Tür zu schaffen. Gott, ich dachte schon, sie schafft's nicht. Sind wir jetzt hier in Sicherheit? Wahrscheinlich nur vorläufig. Ich glaube nicht, dass mir die schwer ausgerüsteten Polizeieinheiten danach kommen durch diesen Lüftungsschacht.
Sie haben dich eingekesselt. Du musst die Kanalisation erreichen. Hör mir doch auf. Ich sehe überhaupt noch keinen. Die haben mich doch nicht... Oh Gott, da hinten kommen sie. Wollt ihr mich verarschen? Gott, jetzt hängt sie auch noch an so einem blöden Ding. Oh Gott, davon kommen sie schon. Ja, ich weiß gar nicht, wo ich hin muss. Und wer schießt da? Meine Fresse, sind da viele. Wisst ihr was? Ich verziehe mich einfach zwischen die Container. Aua. Kann ich nicht hier bleiben? Hier bin ich eigentlich sicher, oder? Die haben schon wieder einen Heli. Müssen wir hier drauf? No faith, love. Oh Gott. War das falsch? Ah, es ist runtergekommen, okay. Ich springe jetzt einfach mal hier rüber. Alter, das sind Kanalisationsschächte hier. Okay. Ich bin falsch gelaufen. Wie weit das hier runter geht, ey. Schaut euch das mal an. Ich sollte vielleicht besser dahin schauen, wo ich hinlaufe. Die Musik ist sehr geil, finde ich. Gefällt mir gut. Der Vogel zieht ab, sieht aus, als sei die Luft rein. Jetzt schwimme ich in die Kanäle. Achso, da kommen sie nicht nach, hm? Ich glaube, wir sind zu tief. Wo muss ich hin? Ah, okay, hier. Boah. Okay, gut, dass da was war. Kannst du nicht nach unten schauen? Ah, jetzt. Ja, da sieht man auch sehr schön ihre Tattoos hier. Ich kann es nochmal zeigen. Da, zumindest ist die unteren. Finde ich auch sehr cool. Es ist so ein bisschen wie so... Ich weiß nicht, so ein bisschen cybermäßig. Obwohl das hier eher nicht Science Fiction ist. Also es ist eher so dystopisch oder so. Aber so richtig Science Fiction ist es ja nicht. Wo das spielt, wissen wir auch nicht, in irgendeiner fiktiven Stadt, aber hier sind auch noch so ein paar chinesische oder japanische Kanji-Schriftzeichen. Aber hier steht es auch groß auf Englisch. Ob die Welt inzwischen zweisprachig ist? Ich weiß es nicht. Könnte sein. Oh. Emergency Gate Release. For release, press button. Release time 15 seconds. Notfalltor, okay. Drücken wir das einfach mal. Viel bleibt uns eh nicht. Oh, das ist das hier. Haben wir jetzt 15 Sekunden Zeit, um da hinzukommen? Verstehe ich das richtig? Oh, sie hat sich gleich da festgehalten. Ist ja nett. Schön, dass das gleich wieder hochgeht hier. Oh, es geht wieder zu. Okay, werden wir jetzt hier eingesperrt? Könnte gut sein. Oh, Moment, Freund, ich muss kurz hier Licht anmachen in meinem Zimmer. Es wird mir doch etwas zu dunkel. Es wird immer so früh dunkel im Winter, echt schlimm. So. Also für die Kanalisation sieht das hier auch noch super sauber aus, ne? Okay, bis auf die Ratte hier. Das ist der einzige Hinweis, dass wir in der Kanalisation sind. Und diese Fliesen. Wenn das überhaupt Fliesen sind. Na, ist eher Beton oder so. Okay. Hier ist auch nochmal so ein Tor. Ich schätze mal, wir müssen irgendwie da hochkommen, weil... Nee, sie hat nicht wirklich Bock. Kannst du vielleicht, Fast. Oh, vielleicht hier, von der Wand, ha? Das könnte funktionieren. Oh, das hat funktioniert. Aber... Wir kommen auch nicht weiter. Ah, okay, wir können hier rüber. Sehr gut.
Das Tor öffnet sich. Wow, ja, das... Ich habe hier Karten der Kanalisation. Auf der anderen Seite sollte ein Ausgang sein. Sieht ziemlich hoch aus. Es ist ziemlich hoch. Die Musik gefällt mir schon wieder unheimlich gut. Es passt einfach so von der Stimmung her. Oh, das ist recht... Entschuldigung. Das ist wirklich groß, wollte ich sagen. Hey, wo kommt das Licht her? Das sieht aus wie das Tageslicht. Hier ist irgendwas runtergefallen. Sind wir jetzt safe, oder? Ich schätze mal, wir müssen irgendwo auf die Stege da hoch. Die Frage ist nur, wo und wie. Ah, da ist eine Leiter. Bitte über die Kisten rüber. Faith, warum weigerst du dich? Geh über die Kisten, was ist denn los? Wollt ihr mich alle verscheißern? Warum komme ich nicht über diese Kisten? Hoppa. Alter, ich komme nicht über die Kisten rüber. Ah, fast. So, jetzt. Oh Gott. Ja, müssen wir vielleicht hier hoch. Ah. Hier ist noch eine Leiter. Okay, vielleicht müssen wir hier hoch. Weil wir nicht über die Kisten kommen. Wie blöd ist das denn? Faith kann wirklich überall hin, ist total akrobatisch und hat's voll drauf. Bloß wenn so zwei Kisten im Weg stehen, da kommt sie nicht rüber. Ist klar. Die sind wahrscheinlich für zum Springen gedacht. Naja, trotzdem. Oh. Oh Gott. Okay, das ging jetzt beinahe schief. Ich hab's nicht ganz realisiert, dass wir balancieren müssen und dass wir auf dem Träger sind. Los, weiter. Glaub bloß nicht, dass die Cops nicht da runterkommen. Ich wollte gerade sagen, ich glaube, wir haben sie abgehängt, aber das heißt dann wohl doch nicht. Hier kommt gerade was durch. Mist, sie haben wohl geahnt, dass du dich da drin verkriechst und haben weiter vorne Scharfschützen postiert. Oh, es wird immer besser. Ganz toll. Oh, ich sehe schon einen aus dem Augenwinkel. Zwei sogar. Bitte schießt mich nicht ab. Das wäre übel. Wenn man da so rüber balanciert. Oh Mann. Gut, dass diese fetten Pfeiler uns ein bisschen schützen. Ich höre irgendwas. Irgendwer hat da gerade. Schalt die Scharfschützen aus oder geh ihnen aus dem Weg. Auf jeden Fall musst du da durch. Oh, ich habe sogar geschafft, die Zeitlupe zu aktivieren. Ja, geil, wir haben unser Scharfschützengewehr. Oh Gott, da vorne sind sie schon. Eigentlich will ich ja keinen umbringen in dem Game, aber... Keiner... Den haben wir. Oh. So. Das lassen wir hier, weil es... Wir können uns mit dem nicht mehr bewegen. Ich hoffe, das waren alle. Das lief eigentlich ganz gut. Ich dachte, die machen uns fertig. Ja. Okay. Aber da kommen bestimmt noch mehr. Das kann es nicht gewesen sein. Wo müssen wir überhaupt hin? Da ist wieder so eine Schnur, wo ich runter kann. Aber ich sehe da nicht, wie uns das weiterbringt. Zumindest noch nicht. Schauen wir mal, dass wir zu dieser Schnur kommen. Oh Gott. Nein! Willst du mich verarschen? Oh Gott, ich dachte jetzt echt, sie lässt los. Faith, okay. Oh Mann.
hier ist die Schnur. Ein zweiter. Vielleicht auch wegen dem Wasser. Das tropft hier überall runter und so. Hier war das Seil. Genau. Sie sind tränenlos. Raus da, Faith. Ach du Scheiße. Ja, wohin denn? Oh mein Gott. Ihr seht mich nicht. Ihr seht mich nicht. Nein. Oh Gott. Sie sehen mich. Sie sehen mich. Oh Gott, hier ist nichts. Wohin? Oh Gott, das ist ja wie auf dem Präsentierteller. Also wenn wir jetzt hier nicht sterben, dann... Oh Gott. Was war das denn? Okay, bevor ich jetzt hier weiter... Was war das? Wo sind wir... Ich glaube, ich bin noch da drüben. Hier ist eine Tür. Da ist auch eine Tür. Das sieht so hell erleuchtet aus. Ich glaube, wir müssen hier hin. Das macht mehr Sinn. Ich bin darüber. Nee, was habe ich gemacht? Ich bin falsch. Ich bin falsch gegangen. Vorausgesetzt, das ist die richtige Tür. Aber das werden wir gleich sehen. Wir müssen nach links. Sie sind tränenlos, raus da, Faith. Ja, ich versuch's. Nein, die ist ja auch zu. Oh. Okay. Hier war ein Schalter. Gott sei Dank ist sie wieder zu hinter uns. Aber die können die ja auch öffnen. Ein Wartungszugang. Okay. Maintenance Access. Und jetzt. Was war das denn? Habt ihr das auch gehört? Oh yeah. Als ob sie gejubelt hätten oder irgendwas komisches. Das war falsch, glaube ich. Keine Ahnung, wie lange es dauert, bis sie hier durchkommen. Bitte fall jetzt nicht in den Abgrund hier. Au. Ja, das hat uns etwas wehgetan. Ich würde mir wahrscheinlich die Beine brechen an diesem Rohr hier. Scheiße, was ist das für eine Steigung, ey. Okay, wir haben es überlebt. Können wir darüber springen? Nein, halt dich doch fest. Ah, diese Geräusche, die sind das Beste am Spiel. Nicht. Schlimm, ey. Da hört man das richtig schön, wie die Knochen brechen. Ich kann mir schönere Geräusche vorstellen. Okay, nochmal das Ganze. Nein! Das ist ja nervig. Na gut. Das probieren wir das nächste Mal nochmal. Oder warte noch kurz. Einmal will ich es noch probieren. Sie kommt da nicht rüber. Na gut, dann machen wir uns das nächste Mal Gedanken, wie wir hier rüberkommen. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Und ich hoffe, ihr hattet ein wenig Spaß und es hat euch gefallen. Lasst doch einen Like oder sogar einen Kommentar hier. Da würde ich mich sehr drüber freuen. Oder vielleicht sogar ein Abo, damit ihr dann auch seht, wie es weitergeht. Und dann sehen wir uns das nächste Mal, wenn es wieder heißt Let's Play Mirror's Edge.